Hallo liebe Camper, hier mal wieder ein Video von Mika Caravan und wir haben ja letzte Woche schon mal ein Video rausgestrahlt über ein Hobby und hier haben wir die Verbrennungstoilette eingebaut, die hier noch im Trocknen steht, also beziehungsweise bei uns in der Ausstellung und hier ist unser schicker Weihnachtsbaum, den meine Frau so toll und lieb dekoriert hat, schaut doch schick aus. Und jetzt wollte ich euch mal mit rausnehmen, um euch entsprechend das Endprodukt anzuzeigen. Hier haben wir nämlich jetzt den Hobby stehen. So, jetzt schleichen wir uns da mal rein. Gehen wir da mal vorsichtig ran. Ups. Nehme ich euch mal mit rein. Natürlich alles wieder schön sauber gemacht. Hier steht die Tedford, wo wir ausgebaut haben. Jawohl. Und dann würde ich mal mit euch vorsichtig hier hinterlaufen. Wird da alles sauber gemacht, klar. Riesiges Cut, alles rausgewischt. Und wenn wir jetzt hier reingucken, voilà, hier ist die Cinderella verbaut. So kann das Ganze aussehen. Hier oben haben wir rechts neben dem Fenster die ganze Verblendung nach oben gemacht, oben durch den Schrank durch. Ah, da oben hängen noch ein paar Tesastreifen, das muss nochmal weggemacht werden. Das ist bloß damit die Leiste noch hält. Haben wir schön verkoffert, damit man nichts mehr sieht. Da unten ist auch noch ein Pappdeckel drin, den müssen wir auch noch rausziehen. Sauber verblendet, sauber verkleidet alles, war alles heraus. Der ganze Schrank hinten hat man rausgebaut, Gasanschluss gemacht. Stromanschluss gemacht, funktioniert einwandfrei. Zum Test haben wir auch schon zwei Bananenschalen verbrannt und hat super gut funktioniert, ohne Probleme. Und ja, tolle Sache. Also muss ich echt sagen, autark bis zum geht nicht mehr. Man braucht halt ein bisschen Gas. Gut, das ist der Nachteil. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir brauchen ungefähr für grob 60 Toilettengänge braucht man ungefähr 11 Kilo Gas. Aber ansonsten einfach nach oben klappen, wie ich es ja im letzten Video schon mal gezeigt habe, und dann den Aschkasten ausleeren, den man dann überall hinleeren kann. Ich habe keine Wassergeschichte mehr. Ich verschwende kein Wasser. Ich muss kein Kanister mehr ausleeren. Also ich finde es wirklich eine tolle Sache. Und ich finde hier, obwohl hier drüber gleich das Fenster ist, ist gar nicht schlecht worden, also mit der ganzen Abkofferung, wo wir da verbaut haben und nach oben dann dementsprechend zum Dach hinaus, finde ich eigentlich ganz gut. Hier rechts neben der weißen Kappe, da ist rechts neben der Toilette die weiße Kappe, da dahinter verbirgt sich der Gasgriff, also der Gashahn zum Zuschrauben, weil da war ja vorher das Bedienteil von Tedford drin, wo wir rausgemacht haben. Das Loch war ja vorhanden, also haben wir das gleich so genutzt, dass wir da dahinter dann die Gasleitung verlegt haben. Und hier links davon haben wir den, ich sage immer Filtertüten, ist zwar Quatsch, die Papiereinlagen für die Verbrennungstoilette, den Halter verbaut, wo wir gleich ein paar Einlagen reingemacht haben, dass der Kunde jetzt, wenn er heimfährt und auf die Toilette muss, gleich nutzen kann. Wunderbar. In diesem Sinn wollte ich euch nur noch mal kurz sagen zeigen den ganzen Einbau, wie er jetzt fertig ausschaut. Und ja, ich bin begeistert. Wenn ihr wollt, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Wir werden immer wieder Neues aus der Werkstatt zeigen und immer wieder Themen aufgreifen. Nächste Woche zum Beispiel verbauen wir viel Lithium-Akkus, Solaranlagen. Da möchte ich auch nochmal drüber reden. Ich möchte auch nochmal über den Lithium-Akku reden. Da habe ich ja doch sehr viele anregende Ideen gehabt. Ihr habt die gehabt und da möchte ich auch noch ein bisschen was zur Aufklärung dazu beisteuern. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Tschüss!